1996 schickte die NASA ihr anspruchsvolles Near-Earth-Asteroid-Rendezvous-Raumfahrzeug los, das einen Asteroiden aus der Nähe untersuchen sollte. Das Ziel war Eros, ein erdnaher Asteroid, der 1898 entdeckt worden war. Auch wenn Eros keine wirkliche Bedrohung für die Erde darstellte, war er doch ein großes und relativ nahes Ziel. Organisiert vom Labor für angewandte Physik der Johns Hopkins University für die NASA, war dies die erste Beobachtung eines Asteroiden aus der Nähe. Doch das NEAR-Raumfahrzeug nahm auf seinem Weg zu Eros nicht den direkten Weg. Es flog 1997 auch nahe an einem anderen Asteroiden vorbei und fotografierte ihn. Mathilde hatte einen Durchmesser von 50 Kilometern. NEARs Treffen mit Mathilde war bis dahin das engste Zusammentreffen eines Raumschiffs mit einem Asteroiden. Doch dieser Rekord wurde bald gebrochen, als NEAR sich an seine Hauptaufgabe machte. Eros, ein Asteroid der S-Klasse und Silikon-Asteroid, liegt im inneren Asteroidengürtel. Das NEAR-Shoemaker-Raumfahrzeug wurde in eine Umlaufbahn um den Asteroiden Eros befördert. Das erlaubte uns zu bestimmen, wie der Asteroid aussah, wie viele Krater er hatte. Außerdem konnten wir sein Schwerkraftfeld untersuchen, was Hinweise darauf gab, was sich unter der Oberfläche befindet. Am 14. Februar 2000, 4 Jahre nach dem Start und 256 Millionen Kilometer entfernt von der Erde, traf das NEAR-Raumfahrzeug auf den Asteroiden Eros. Es sah einen 33 Kilometer langen und 13 Kilometer breiten Körper mit einer 110 Meter hohen Klippe und einer Form, die einer Kartoffel ähnelte. Die Mission entdeckte auch Einschlagkrater. Der Asteroid hatte mehrere Zusammenstöße mit anderen Asteroiden hinter sich. Das NEAR-Raumfahrzeug wurde nach dem verstorbenen Geologen, der seine Arbeit dem Studium der Asteroiden und Kometen gewidmet hatte, in NEAR-Shoemaker umbenannt. Doch nachdem alle Kartierungen der Oberfläche und alle Fotos gemacht waren, bekam NEAR-Shoemaker noch eine letzte Aufgabe. Sie war nicht Teil des ursprünglichen Planes, doch als die Wissenschaftler ihre anfänglichen Forschungen beendet hatten, fragten sich die Fachleute, ob sie nicht auf dem Asteroiden landen könnten. Die Kontrolleure betätigten die Steuerraketen, brachten es auf Kurs, bremsten es ab, sodass es auf der Oberfläche aufsetzte. Fotos zeigten die dramatische Landung. Es waren Bilder mit der größten Auflösung, die es je von einem Asteroiden gegeben hat. Niemand glaubte ganz daran, dass das klappen würde. Wir hofften es alle, doch niemand glaubte ganz daran. Doch auch auf der Oberfläche war das Raumfahrzeug noch nicht am Ende. Wir haben wirklich ein paar Signale von dem Raumfahrzeug bekommen, das auf der Oberfläche des Asteroiden lag. Erstaunlich. Das NEAR-Shoemaker-Raumfahrzeug liegt bis heute auf Eros. In einer kosmischen Umkehrung bewies die NEAR-Shoemaker-Mission, dass wir einen Asteroiden treffen können. Der erste Schritt, um einen Meteoroiden aus seiner Bahn zu werfen. Die NEAR-Shoemaker-Mission war ein Vorläufer und zeigte, dass wir die Techniken, die wir brauchen, um auf der Oberfläche zu landen, bereits beherrschen. Jede wissenschaftliche Forschungsmission bringt uns der Lösung des Problems einer möglichen Kollision mit einem erdnahen Objekt näher. Die Bedrohung durch eine kosmische Katastrophe hängt immer noch über unseren Köpfen. Doch wir sind uns in den letzten 30, 40 Jahren dieser Bedrohung bewusst geworden. Und wir haben große Fortschritte bei der Einschätzung der verschiedenen Probleme gemacht. Zum Beispiel die Asteroiden zu finden und Techniken zu entwickeln, die uns in Zukunft helfen, dieses Problem für immer zu lösen. Der nächste Einschlag, der eine Stadt zerstören könnte, kann in 10, 100 oder sogar 1000 Jahren kommen. Wann immer es geschieht, wir werden aufgrund der Geschwindigkeit, mit der unser Verständnis für diese Bedrohung wächst, auf ihn vorbereitet sein. Die letzten 50 Jahre waren eine Zeit schnellen und aufregenden Wechsels. Vor einem halben Jahrhundert waren wir nicht einmal sicher, ob es überhaupt je große Einschläge gegeben hatte. Wir wussten nicht, dass unser Planet von ihnen übersät war.
Nun zählen wir diese Gefahrenquellen und beobachten ihre Bewegungen. Dank der Arbeit von Wissenschaftlern wie Gene Shoemaker und anderen vor und nach ihm haben wir eine Wissenschaft entwickelt, die die seltsamen Himmelsphänomene der Meteore, Kometen und Asteroiden erklärt. Nach Jahrhunderten abergläubischer Blicke zu einem immer irgendwie bedrohlichen Himmel können wir endlich mit einigem Verständnis, wenn auch nicht absoluter Sicherheit, nach oben schauen. Wenn ich in den Himmel schaue, habe ich vor allem ein Gefühl der Ehrfurcht. Ich neige dazu zu glauben, dass der Mensch nur für eine kurze Zeit hier ist. Wir sind noch nicht sehr lange hier. Und ich weiß nicht, ob wir sehr lange hier bleiben werden. Doch es ist vermutlich eine der aufregendsten Zeiten, die ich mir hätte wünschen können. Während die Wissenschaft versucht, unsere Ecke des Himmels ein wenig sicherer zu machen, staunen wir immer noch über die Phänomene in unserem Himmel. Schließlich sind sie doch überirdisch, diese merkwürdigen, außerirdischen Besucher, die manchmal Leben und Tod über uns bringen, doch am häufigsten einfach nur den Himmel erleuchten.